Das Promi-Geflüster. November ist es und natürlich draußen, wenn man so rausschaut, wieder stürmisch heute. Aber deswegen macht man sich dann schon auch langsam zu Hause gemütlich. Ihr hoffentlich auch. Und ich hoffe, ihr schaut zu und nehmt doch gerne mal wieder einen Tipp an, um aber auch wieder rauszugehen. Denn was liegt da näher als vielleicht abends mal einen netten Theaterbesuch oder nicht nur vorm Fernsehen sitzen, also ruhig mal rausgehen, mal wieder Live-Programm anschauen. Und da habe ich euch heute wirklich einen ganz, ganz heißen Tipp. Und der Interviewgast, den kennt ihr ja, wir haben sie schon mal am Anfang des Jahres schon im Gespräch gehabt, nämlich die Lou Hoffner. Und dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen, grüß dich. Hallo, mein lieber Frank, aber du hast Pech, in Waghäusel scheint die Sonne. In Waghäusel scheint die Sonne. Wunderbar. Ja, wir haben wundervolles Wetter. Ja, nee, also bei uns wirklich, wenn du rausschaust, ist die Bäume bewegen sich ganz ordentlich. Ja. Es ist Herbst. So ist es, das gehört dazu. Und ich sage ja, also von daher, entweder man macht es sich jetzt zu Hause wirklich bequem und gemütlich oder man geht auch wirklich mal wieder aus und das ins Theater oder eine Theatervorstellung. Die wäre ja eigentlich, glaube ich, hier ganz gut angebracht, denn du bist unterwegs mit einem Zwei-Mann-Stück. Ja, es ist eine szenische Lesung. Es ist kein klassisches Theaterstück. Wir hüpfen also nicht auf der Bühne rum. Es ist eine szenische Lesung. Und ich habe das große Glück, dass ich mit dem tollen Schauspieler Gedeon Burkhardt, Kommissar Rex kennt jeder und aus vielen, vielen Filmen, ja, mit ihm darf ich jetzt auf Theatertour gehen durch Deutschland mit dem Stück Liebe, Lust und Hexenschuss. Geschrieben habe ich das und zwar in dieser dunklen Corona-Zeit, als doch alle Menschen ein bisschen traurig waren und ja, die Stimmung doch ganz am Boden. Dann dachte ich, wenn diese Zeit vorbei ist, müssen die Leute wieder lachen. Die brauchen jetzt endlich was Lustiges. Und dann ist mir Liebe, Lust und Hexenschuss eingefallen. Es ist ganz kurz gesagt ein Stück einer Ehe, ein Ehepaar, das am Ende ihrer Ehe ist, das sich scheiden lassen will, das sich die Karlauer nur so um die Ohren haut nach 30 Jahren. Und ja, es ist sehr, sehr lustig. Viele von euch werden sich da wiedererkennen. Auch ich erkenne mich oft wieder. Wie gesagt, es ist ein Angriff auf die Lachmuskeln. Das ist, bei den Proben schmeißen wir uns schon weg vor Lachen. Es wird schön. Ja, also das klingt auf alle Fälle sehr spannend und sehr lustig zu werden. Wie gesagt, am Anfang, man ist frisch verliebt, romantisch, leidenschaftlich. Ja, finde ich, ja. Genau, alles da und alles vorhanden. Und mit der Zeit lebt man sich irgendwo vielleicht schon doch durchaus auseinander und passt vielleicht mal das eine oder andere nicht mehr. Und dann gibt es natürlich dann die entsprechenden Szenen, die ihr da so beschreibt. Man sagt ja immer, am Anfang ist es das Häschen und das Spätzchen und mit jedem Jahr werden die Tiere größer. Ne? So ist es, ganz genau. Richtig, das ja, also es sind irgendwo tatsächlich Dinge aus dem Leben drin. Und wenn man dann im Laufe der Jahre so ein bisschen nebeneinander hergeht und Dinge einfach nicht mehr anspricht, weil man sagt, ach, das ist doch jetzt alles schon gegessen. Und das halt in ganz viel Spaß verpackt. Also da geht es schon rund auf der Bühne. Und da freue ich mich natürlich, Gedeon Burkhardt zu haben, weil er ist ja ein klassischer Typ dafür. Ja, dieser eigentlich ruhige, gesittete, der dann aus sich rausgeht und einfach auch mal sagt, Mädchen, jetzt pass aber auf, jetzt ist gut. Ne? Ganz toll. Ja, auf alle Fälle. Bin schon gespannt, denn auch im nächsten Interview habe ich ihn schon zu Gast. Also da darf er auch noch ein bisschen aus sich rausgehen im Interview und dann hoffentlich sehen wir euch beide mal gemeinsam auf der Bühne. Ich habe schon einen Termin, glaube ich, ins Auge gefasst, der 27.11. in Stuttgart, da kommt er auch hin. Ja, da bist du natürlich dabei, ganz klar. Ganz klar, das freut mich dann. Dann kann man das mal, sehen wir uns auch mal wieder live vor allen Dingen, ne? Ja, wir beide, ne? Ja, und wenn Sie Tickets buchen möchten, was uns natürlich sehr, sehr gefallen würde, dann können Sie einfach unter luhoffner.de sind alle Termine, sind alle Links zu den Tickets
Veranstalter, also zu den Tickets. Und da können Sie dann kaufen. Und ich freue mich natürlich, und Gideon auch, das wird er sicher selbst noch sagen, über jeden einzelnen Gast. Lasst uns einfach einen schönen Abend verbringen und diesen ganzen Mist draußen lassen. Lasst uns in ein Theater gehen und Spaß haben. So ist es, ganz genau. Wie viele Städte habt ihr denn? Wie viele Tourneedaten habt ihr jetzt auf Also wir eurem sind Plan? jetzt im November, sind wir jetzt, glaube ich, 8, 9 Tage auf Tour. Und dann zieht sich das ja weiter, ne? Dann gehen wir im April wieder, gehen im Mai wieder, gehen im Juni wieder. Da kommen ja immer wieder Städte dazu. Wie gesagt, auf luhofnach.de wird immer aktualisiert, da stehen immer die aktuellen Spielorte drauf. Und ja, ich freue mich natürlich auf ein tolles Jahr. Ja, unbedingt. Das wünsche ich dir dann auf alle Aber Frank, Fälle auch schon. du kommst nach Stuttgart und Genau. hinterher gehen wir ein Bierchen trinken. Uns hört ja eh keiner zu, jetzt das darf ich dir sagen, ne? So ist es, genau. Nee, alles gut, alles gut. Jetzt muss man natürlich fragen, aber bei dir in deiner Ehe sieht es ganz anders aus. Also ihr seid ja sehr harmonisch, ihr arbeitet zusammen, dein Mann begleitet dich überall hin, wenn es irgendwo geht, ne? Das Das ist ist tatsächlich. so ein richtiges Team. Es ist tatsächlich ein Phänomen. Wir sind 24 Stunden zusammen und natürlich scheppert es bei uns auch mal, das ist ja ganz klar. Wäre ja unnatürlich, wenn es das nicht gibt. Aber es ist tatsächlich, Frank, sehr, sehr selten, weil wir, ich weiß nicht, was das ist. Wir verstehen uns per Augenblick, wir müssen gar nicht viel sprechen. Ja, und wir lieben uns ganz einfach, von ganzem Herzen. Ja, also ich habe, glaube ich, auch mal jemanden gehabt, man muss einfach auch ein bisschen Respekt voneinander haben. Ich glaube, dann funktioniert es auch ganz gut. Den darf man, egal wie lange man zusammen ist, nicht verlieren. Den Anstand, den Respekt, das geht nicht. Wenn ich heute gerade in diese, wie heißt das, Reality-Shows oder so mal reinzappe, wie sich die jungen Leute gegenseitig titulieren, da wird mir da, aber vielleicht bin ich dazu einfach zu alt. Wir haben noch Respekt gelernt und den halte ich auch gerne aufrecht. So ist es, ganz genau. Nee, und jetzt den Gideon, wie hast du den sozusagen überzeugen können, dass er bei dir mit eingestiegen ist, sozusagen? Das war meine Frechheit. Das war einfach Frechheit. Gideon ist per se einer meiner allerliebsten Schauspieler. Und als ich das Stück geschrieben habe, natürlich habe ich dann geguckt, wen könnte man da nehmen, wer könnte mitspielen, wer passt in diese Rolle. Und ich habe ja die Love Letters 3 Jahre gelesen mit Hansi Kraus. Und dann habe ich gedacht, boah, Gideon Burkhardt, das wäre es. Aber ob der das macht? Und dann habe ich Frank tatsächlich einfach angerufen. Ich habe angerufen und gefragt, natürlich erst dreimal einen Hörer aufgelegt, ehe ich es dann klingeln ließ. Und dann hat Gerd gesagt, du Schatz, mehr als nein kann er nicht sagen. Und so war es dann. Und dann sagt er, schick mal das Skript und ich schaue mir es an. Dann sagt er, du, wir treffen uns in Berlin, das machen wir. Jetzt bin ich Prima. natürlich stolz wie Bolle, oder? Auf alle Fälle, das darfst du auch sein, ganz genau. Also, ja, da bin ich schon gespannt Ja. und Ich freue mich jetzt so, wenn es losgeht. ja. Ja. Wie aufgeregt bist du da, wenn das jetzt Premiere habt? Unglaublich. Immer. Ich bin vor jedem Auftritt, auch gesangstechnisch, immer aufgeregt. Das ist dann, ich, also 5 Minuten bevor ich auf die Bühne gehe, möchte ich dann nicht mehr angesprochen werden. Dann bete ich tatsächlich noch ein Vater unser, ne? Weil lass das bloß gut gehen. Und möchte einfach mich langsam in diese Rolle einfügen und dann geht's los. Ich habe viel mehr Probleme hinterher. Wenn das Okay. Ding rum ist, dann gehen mir so ein bisschen die Knie weg. Ich glaube, das ist, wenn das Adrenalin dann so ein bisschen abbaut, ne? Ja, genau. Aber ansonsten ist alles prima. Ich bin jetzt natürlich sehr aufgeregt, weil es mein eigenes Stück ist, Frank. Dazu dann noch, Das ja. ist nichts, was wir gekauft haben, was wir irgendwo, was schon gelesen wurde. Es ist was ganz Neues und ich habe es geschrieben und du kannst dir nicht vorstellen, wie großer Stolz sich in mir breit macht gerade. Glaube ich, auf alle Fälle, das darf Und es wenn auch. jetzt noch ganz viele Menschen kommen und uns zusehen, dann will ich auch nichts zu Weihnachten, versprochen. Na, ist das das größte Weihnachtsgeschenk für dich sozusagen? Ja. Ja, auf alle Fälle, das glaube ich. Also deswegen kann man wirklich nur jedem raten, besucht irgendwo
in welcher Stadt ihr auch seid, schaut rein bei Lou auf ihrer Homepage, wo die Termine dann sind, und besucht unbedingt Liebe, Lust und Hexenschuss. So ist der Titel. Und ihr könnt auch täglich auf Facebook und Instagram nachlesen, wo wir sind. Ja, also da haut rein in die Tasten und gönnt euch einen schönen Abend, liebe Freunde. Das lohnt sich auf alle Fälle. Es wird lustig. Ich werde mich davon überzeugen, ganz klar, und werde entsprechend auch meinen Beitrag nochmal dazu irgendwo kundtun. Wundervoll. Ja, das machen wir. Wundervoll. Ich danke dir von ganzem Herzen, Frank. Und am Mensch, wir kennen 27. uns jetzt auch schon ein paar Tage, gell? So ist es, genau, richtig. Immer nur Oh. so flüchtig zwar, war immer mal wieder, aber jetzt Ja, dann, aber immer gut, ne? jetzt werden wir es mal intensivieren. Genau. Jetzt gehen wir los. So ist es, genau. Also, dann wünsche ich dir wirklich viel, viel, viel Erfolg für den Dankeschön. Tourneeauftakt und für die Premiere. Und dann, wenn es erstmal ein paar Tage läuft, dann schaue ich auch mal vorbei. Ich danke dir von Herzen und du bist herzlich willkommen. Und an Wunderbar. euch, liebe Grüße aus dem sonnigen Waghäusel.